I am the Jochen und das ist der Frühsport-Spezial. Spezial zum Start der neuen NFL-Saison 2023. Schönen guten Tag. Ihr seht, es ist vieles anders als bisher. Normalerweise saß ich hier mit Lukas auf dem Sofa und wir haben überlegt, wie die NFL-Saison wohl ausgehen wird. Jetzt hat sich einiges geändert bei uns. Erstens, wir hocken nicht mehr auf dem Sofa, sondern ich sitze da, wo ich immer sitze. Es ist hellichter Tag, aber das passiert nun mal. Lukas ist aber auch wieder da. Der müsste sich jetzt irgendwo unter mir, glaube ich, befinden. Den kennt er auch, hat selbst früher Football gespielt, ist inzwischen Head Coach der Darmstadt Diamonds Ladies. Und wir haben ein drittes Gesicht in der Runde, nämlich Julian. Der ist ganz neu dabei, zum ersten Mal als Experte hier auf dem Kanal, freut sich da schon seit Jahren drauf, dass er auch mal mitwirkt. Und jetzt haben wir es geschafft, alle drei zusammenzubringen. Der ist zwar kein aktiver Spieler gewesen, aber ist sehr aktiv in der New Orleans Community in Deutschland. Und hat jetzt auch den Weg zu uns gefunden, was ganz gut ist, denn die zwei haben zusammen mehr Ahnung als ich nicht. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz gute Kombination. Wir gucken uns einfach mal an, wie die Saison jetzt verlaufen wird und das erzählen wir euch hiermit. Und das wird multimedial sehr hochwertig werden. Habt ihr Grüße zu Beginn, Julian? Ja, also erstmal herzliches Hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich natürlich sehr, hier zu sein. Wie du schon gesagt hast, ich warte darauf ja schon eine ganze Weile. genau, Grüße gehen raus, wie du schon eben angerissen hast, an die gesamte Saints-Community in Deutschland, gerade an den Podcast Who Dat Germany Talk. Da haben wir eine schöne Community aufgebaut in den letzten Jahren. Grüße gehen da raus, schaut da auch gerne mal vorbei. Das kann man sicher irgendwie verlinken, das sollten wir irgendwie hinkriegen. Genau, aber sonst, wenn es nach mir geht, können wir gerne anfangen. Genau, setzen wir einen Link unter das Video, am besten in die Kommentare rein oder so irgendwas, das kriegen wir, glaube ich, hin. Lukas, hast du Grüße? Alter Hase, ja. Hier schon auf dem Kanal. Ich bin immer auf derselben Quest, der Most Viewed Spezialgast zu sein, gerne mit Julian zusammen. Also Grüße an alle anderen GästInnen, Gäste, die sonst so als Spezialisten dabei sind. Ansonsten, ja, niemanden sonst. Let's go. Es geht ja schon gut los. Ne? Ich bin auf der Quest nach den Most Viewed. Also ich bin hier der heute zwar keine Ahnung vom Football hat, aber der euch dann so ein bisschen die Fachsprache aufschlüsselt, wenn die beiden mal so richtig sich verzetteln. Weil das können die richtig gut, weil die haben echt Ahnung. Ich gucke es ja einfach nur. Wir gehen es mal durch. Die NFL, jetzt brauchen wir unsere Grafik. Jetzt wird es nämlich ganz grandios. Jetzt hoffe ich, dass das funktioniert. Wenn alles klappt, seht ihr jetzt uns nur noch ganz klein und ihr seht einen großen Bildschirm und da müssten jetzt Logos auftauchen. Ja. Genau. Da sehen wir auch schon jetzt die AFC, dieses rote A, das ist die American Football Conference. Wer sie nicht so auskennt in der NFL, vielleicht sind ja auch neue Fans jetzt dazugekommen. Es gibt 32 Teams, die spielen in 8 Gruppen, jeweils 4. Vier Gruppen in der AFC, 4 Gruppen in der NFC. Und am Schluss spielt dann im Super Bowl der AFC-Champion gegen den NFC-Champion. 18 Spieltage gibt es, jedes Team hat 17 Partien, einmal spielfrei zum Ausruhen zwischendrin. Und am Schluss geht es dann eben darum, wer in die Playoffs kommt. Und die 4 Gruppensieger schaffen das und dann noch die 3 besten Teams, die nicht Gruppensieger geworden sind. Und darum geht es uns heute hier, dass wir mal gucken, wer das am Schluss wohl wird. Ein Spiel gab es schon in der Nacht von Donnerstag, Freitag, da hat der Titelverteidiger verloren. Die Kansas City Chiefs, bisschen überraschend. Also für mich überraschend. Die zwei Jungs haben natürlich gesagt, ja, das hat uns nicht so groß. Ich habe vorher mal drüber geredet, dann habe ich beiden gesagt, unterschätzt mal die Lions nicht. Ich habe sie natürlich unterschätzt. Und das war die erste Überraschung, die es gab. Aber das hat noch nichts zu heißen. Es kommen ja noch ein paar Spiele, da wird sich noch einiges ändern. Wir gucken jetzt mal drauf auf die Gruppen. Es ist immer eigentlich ganz einfach, Norden, Westen, Osten und Süden sortiert. Wir haben hier die Logos liegen dieser Vereine. Früher hatten wir immer das hier. Wenn ihr den Kanal schon länger verfolgt, da haben wir diese kleinen Helmchen gehabt. Vielleicht hebe ich die zwischendrin auch nochmal so dekorativ in die Luft. Aber es geht eben darum, wer platziert sich wo. Und wir steigen einfach mal ein mit der AFC North. Also 4 Teams aus dem Norden. Baltimore, Cleveland, Cincinnati und Pittsburgh. Das sind die 4 Teams. Und jetzt würde ich sagen, der AFC gebe ich dem Lukas das erste Wort, in der NFC dann dem Julian, weil das ja jeweils auch eure Heimat ist vom Team her. Aber der andere darf natürlich gerne korrigieren und ich halte mich mal raus. Lukas, wie geht die AFC North aus? Ja, vielen Dank. Tatsächlich hätte ich auch Julian jetzt den Vorrang gelassen, aber ich nehme jetzt einfach mal den Redeball und starte. Also für mich ist es so, es gibt für mich ein paar Fragezeichen in diesem Jahr, in dieser Division, und zwar zum einen bei den Ravens und auch bei den Steelers und bei den Browns. Also das einzige Team, was für mich so ein bisschen sichere Bank ist, sind für mich die Bengals. Ich nehme die jetzt auch einfach mal und platziere hier. Ich meine, die haben Playoffs gespielt, haben im Super Bowl gespielt, sind vom Team her prinzipiell eigentlich noch genauso zusammen, wie sie dort waren.
Sehr solide Offense, sehr solide Defense. Wir haben, um das nochmal kurz aufzudröseln, ich mache hier mal weiter mit den Ravens, die ich auf Platz 2 schiebe. Das ist Lamar Jackson auf Quarterback-Position, der jetzt Unterstützung von Odell Beckham Jr. hat, der allerdings beinahe sein Medical gar nicht bestanden hätte, aufgrund seines kaputten Knies. Also wissen wir nicht genau, wie einsatzfähig er sein wird. Also, dass Lamar der Jackson Arzt war ihm ja. quasi, dass der Arzt ihm erlaubt hat zu spielen, ne? Genau, ja. Es gibt immer so ein Medical Check-up vorher, wo die Teams natürlich wissen wollen, ist er das Geld wert, was wir investieren? Ist er noch heile? Und das Ist hatte ja er oft auch beinahe beim nicht. Fußball und so, machen die das ja auch immer dann sicherheitshalber, ne? Genau. Genau. Hat er quasi fast nicht bestanden und seine besten Jahre sind auch schon vorbei. Allerdings Lamar Jackson natürlich offensive Dual-Threat-Waffe, sowohl stark im Wurf als auch im Lauf. Hat ja. Dual Threat ist eine doppelte Gefahr, ne? Genau, das sage ich ja, also er ist sowohl laufstark als auch passstark, Genau. dass er, ich glaube, er hat auch vor 2 Jahren mehr Rushing Yards gehabt als die meisten Running Backs in der Liga. Insofern sehr gefährlich. Bei den Browns haben wir Deshaun Watson, der zurückgekehrt ist. Wir haben ja in unserem letzten Darf Video er ja, kurz ja angesprochen, stimmt, ja. was da der Grund dafür war. Da wollen wir jetzt auch nicht nochmal weiter drauf Er hat eingehen. sich massieren lassen und dann ist es dumm gelaufen, ja. Ja, und hat natürlich, also als er bei den Texans war, teilweise auch sehr, sehr, sehr gut und sehr, sehr, sehr solide gespielt. Ich bin mir bei Platz 3 und 4 sehr unsicher. Ich platziere das jetzt einfach mal so, weil Kenny Pickett als Quarterback bei den Steelers auch für mich noch ein relativ großes Fragezeichen sind. Die haben natürlich eine sehr solide Defense, aber ich würde das jetzt einfach mal so einsortieren, kann natürlich sein, dass 3 und 4, da lege ich jetzt meine Hand für nicht ins Feuer. Und es ist ja auch in der Regel so, dass egal wie stark die Steelers oder die Bengals sind, die Divisional Matchups, also die Rivalry zwischen Bengals und Das Steelers, sind das die sind ja Spiele immer. zwischen den Teams in der jeweiligen Gruppe. Genau. Genau. Und die sind ja auch immer sehr, sehr Sehr eng. eng, das Und stimmt. die Gerade im nehmen ja Running Game, nichts. Da ist sehr viel Hass mit dabei. ja. Deswegen ist das. Wäre jetzt mal so meine Einordnung. Da ist auch immer viel Schnee dabei, da oben in der Ecke, ne? Muss man auch fairerweise dazu sagen. Die spielen ja auch öfters mal dann im Schnee. Ich sehe es im Grunde wie du. Ich hätte 3 und 4 jetzt getauscht. Ich hätte persönliches Ziel ist auf der 3, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Cincinnati Bengals gewinnen, Julian. Ja, ich sehe die Bengals auch an der Spitze auf jeden Fall. Die haben wahrscheinlich das beste Team gerade parat in der AFC North. Und sind da gut aufgestellt. Joe Burrow ja auch gestern erst seinen Vertrag für 5 Jahre verlängert. Auch da Kann ja nichts mehr schief gehen. auch eine sehr, Okay. sehr hohe Geldsumme kassiert. Eine Sache, die ich noch sagen würde, es ist Ja. für mich persönlich hängt aber noch sehr viel davon ab, wie es mit den Ravens in der Division vorangeht. Wenn Lamar Jackson es diese Saison hinbekommen sollte, sein Passspiel noch auf ein neues Level zu heben, weil da hakt es ja manchmal ein bisschen bei ihm. Dann sehe ich die Ravens aber auch in sehr, sehr engem Wettbewerb mit den Bengals um den ersten Platz in der Division. Bei 3 und 4, was auch immer da die Anordnung sein wird, bin ich mir aber auch wie ihr relativ sicher, dass es so Die kommen werden wird. aber sowieso beide nicht in die Playoffs kommen. Also von daher, da brauchen wir, glaube ich, nicht Wahrscheinlich nicht. drüber diskutieren. Gehen Ja. wir mal in den Westen. Da haben wir den Titelverteidiger, die Kansas City Chiefs. Ich bin jetzt mal so frei und setze sie schon mal an die Eins. Die haben gestern ihre heilsame Auftaktniederlage hingenommen. Und ansonsten haben die in dieser Gruppe doch keine Konkurrenz zu befürchten, oder Julian? Das ist sehr provokant. Okay, dann sag mal bitte, wer soll die bitte von. Also ich nenne mir ein gutes Argument, warum Kansas City die Division diesmal nicht wieder gewinnt. Gut, gutes Argument ist schwierig. Ich habe die Chiefs natürlich auch an 1 auf jeden Fall. Das ist natürlich Okay. keine Frage. Ich denke aber, so klar wird es nicht. Also ich glaube, die Chiefs werden eine sehr, sehr schwierige Saison haben. Okay. Möglicherweise vom Rekord her vielleicht sogar die schlechteste der letzten Jahre. Rekord ist Die das Punkteverhältnis, ne, von Genau, Sieg und muss man Niederlage. dazu sagen. Ja, genau. Also das, wie es am Ende der Saison steht halt. Ich sehe die Chargers da auf jeden Fall sehr, sehr nah dran. Die haben einen super Quarterback mit Justin Herbert. Die können gerne auf 2. Ein Team, was jetzt langsam auch mal wieder fällig für die Playoffs wäre, würde ich fast sagen. Da reden wir wahrscheinlich später nochmal drüber Richtung Wildcard. Die werden den Chiefs, da bin ich mir relativ sicher, das Leben schwer machen. Gerade nach gestern oder heute Nacht. Man hat gesehen, wie verwundbar die Chiefs sind. Das war offensiv jetzt nicht wirklich die Meisterleistung,
die sie Ja, da aber gerade gestern gezeigt deswegen haben. werden sie, das werden die Chiefs doch genau deswegen jetzt versuchen abzustellen. Und ich bin mir Ja. sicher, dass die mit ihrem mit allen Wassern gewaschenen Head Coach das auch hinkriegen werden. Also ich meine, dem kann doch keiner mehr was vormachen. Der Andy Da Reid, der wird da wird's. eins, der wird Ja, die Punkte finden, wo er ansetzen muss. Lukas, sag mal, jetzt hinter dir sehen wir das Logo an der Wand. Oder ganz kurz, Julian, setz erst nochmal 3 und 4, ist wahrscheinlich wieder wurscht bei den Ja, beiden. Wer gewinnt? ich mach's kurz fertig. Ich hätte jetzt spontan gesagt, auf 3 eher die Denver Broncos. Ich Die mit. hatten eine extrem schwache letzte Saison gehabt. Jetzt neuer Head Coach Sean Payton, Ja, neuer Quarterback. für den die Broncos ja uns schön Draft-Picks rübergeschickt haben nach New Orleans. Dafür nochmal vielen Dank. Genau, der ist der neue Head Coach bei den Denver Broncos. Da wird es viel Aufwind geben. Der wird da eine super Spielidee, denke ich mal, reinbringen. Russell Wilson wird sicherlich eine bessere Saison als letztes Jahr spielen. Das geht fast gar nicht anders. Genau, ich denke, da werden die Broncos einen kleinen Schritt nach oben machen. Und bei den Raiders bin ich mir nicht sicher, wie das mit Jimmy Garoppolo funktionieren wird. Das wäre jetzt noch meine Frage. Was glaubt ihr, wie viele Spiele hält er durch bis zur ersten Verletzung? Eben, da kommt ja schon das Thema Verletzungsanfälligkeit. Ja. Zudem haben die Raiders auch die letzten Jahre nicht viel gerissen, oder nicht ganz so viel. Da war, glaube ich, auch nie mehr als ein Einzug in die Wildcard-Round drin. Die werden eine schwierige Saison haben. Da wird auch viel geändert im Kader. Das muss sich alles erst eingewöhnen. Die Raiders sehe ich eher auf jeden Fall relativ ein bisschen klarer auf Platz 4. Jetzt kommt aber ein Genau. interessanter Moment natürlich. Lukas hat hinter sich das Logo der Chargers ganz groß. Also, hier hat der Julian jetzt auf die 2 gesetzt. Ich gehe mit. Ich sehe sie auch nur auf der 2. Und jetzt kommt der Lukas. Ich bin natürlich biased und bin auch immer noch sehr enttäuscht von der späten Playoff, dem späten Playoff-Ausschied im letzten Jahr, der zu vermeiden gewesen wäre. Können wir so stehen lassen, Platz 1 und 2, lieber niedrig stapeln und dann Dann überraschen. nachher verhöhnen, wenn man dann doch auf Platz 1 landet, als vorher das Okay. Maul aufzureißen und dann doch klein beizugeben. Bei 3 und 4, also zum Raiders ist natürlich zu sagen, Josh Jacobs, der Running Back, hat nochmal einen Einjahrescontract bekommen, einer der besten Running Backs in der Liga, und die haben auch einen der besten Wide Receiver in der Liga mit Devonta Adams. Ja, bei 3 und 4 wäre für mich ein No-Bet. Also Ja, ist würde ich wurscht. nicht meine Hand ins Feuer dafür legen, dass ich eins von beiden. Ich denke, Russell Wilson ist gassed. Ich glaube, seine Zeit ist vorbei. Und Jimmy Garoppolo auch sehr schwer einzuschätzen. Das ist Licht und Schatten, was da passiert. Würde jetzt aber, ja, also lassen wir so stehen. Gehe ich Okay. mit. Dann gehen wir in die Eastern Division. Da haben wir die New York Jets mit Aaron Rodgers, der jetzt hier als Quarterback auf seine alten Tage doch nochmal das Team gewechselt hat. Wir haben die Patriots, die Dolphins und die Buffalo Bills. Lukas, wer liegt hier vorne am Ende? Also, ich weiß nicht, ob ihr Hard Knocks geguckt habt. Nein, Ansonsten wie empfehle ich immer, es ja nein. jedes Jahr wieder. Dieses Jahr waren die New York Jets dabei und haben über das Training Camp sozusagen das Team begleitet. Das wird für mich die allerspannendste Division in diesem Jahr von allen, weil Aaron Rodgers bei den Jets mit Garrett Wilson, mit Dalvin Cook auf Running Back, mit Michael Carter heißt er, glaube ich, auch auf Running Back. Also, die sind loaded. Die haben auf jeder Position sehr viel Tiefe. Die haben einer der gefährlichsten Defenses in diesem Jahr mit Sauce Gardner, Quinnen Williams. Insofern wird es für mich super, 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 super spannend. Ich denke, die werden sehr viel Upsets. Also ich denke, die werden sehr viele Siege einfahren, was man ihnen nicht zugetraut hat. Allerdings ist die Konkurrenz mit Miami und Buffalo natürlich gigantisch, ne? Also die Patriots, in dem Fall würde ich vielleicht unten anfangen. Die Patriots sehe ich Okay, ganz unten. da gehe ich mit. Die werden dieses Jahr keine große Rolle spielen. Jetzt Zum brauchen einen Bill Belichick, der sich ja jetzt von seiner Freundin getrennt hat. Das wird sicherlich auch einen riesen wir. Impact haben Bitte auf die ganze kein Saison. Gossip. Echt, meinst du? Keine Ahnung. Ja, für bestimmt. Es könnte sein, dass er Und das an seinen Spielern auslässt und sie jetzt hart trainieren lässt. Aber dann hätte er sich ja jedes Jahr getrennt. Ja, dann Bei sag den mal. Dolphins ist es natürlich so, also Tua Tagovailoa und hier Cheetah Tyreek Hill als Receiver ist eine explosive Offense, auch wenn Tua fast gestorben wäre letztes Jahr.
Also wirklich, ne? Gesundheitlich, das war ja eine ganz große Problematik. Der ist tatsächlich da immer noch ein Risikopatient, würde ich mal sagen, ne? Ich mache jetzt einfach mal einen Call und ich sage jetzt einfach mal tatsächlich die Bills auf der 1, Ja, sehe ich auch so. Jets auf die 2 und die Dolphins auf die 3. So wird es kommen, so habe ich es auch. Ich habe ja vorher hier meine Helmchen schon gesteckt in der jeweiligen Reihenfolge. Da habe ich sie genauso. Julian, gehst mit? Ja, größtenteils schon. Wobei das ist, was ich gerade noch sagen wollte, die AFC East ist so ein bisschen dieses Jahr das, was wir in den letzten Jahren öfters mal in der NFC West hatten. Also quasi vier sehr, sehr stark, eigentlich starke Teams, von denen wir jetzt nicht sagen würde, dass da ein Team dabei ist, was weniger als 5 oder 6 Siege holen wird. Ich glaube, die werden alle irgendwie ihre Siege holen diese Saison. Natürlich das eine Team mehr als das andere, logischerweise. Und in der Anordnung, der wir es jetzt haben, ist es für mich wahrscheinlich auch am realistischsten, wobei da gerade bei den ersten drei, also bei den Bills, Jets und Dolphins, einiges passieren kann. Ich glaube, die Patriots haben in der Tat das schwächste Team in der Division und werden deswegen meiner Meinung nach auch auf Platz 4 landen. Aber bei den ersten drei kann da viel passieren. Die Bills natürlich irgendwo das geformteste Team von den vier, auch das erfolgreichste aus den letzten Jahren. Wobei da ja auch nie der große Erfolg gelungen ist. Aber mit Josh Allen, ein super Quarterback, die Bills für mich definitiv eigentlich auch an 1 und 2 und 3, da muss man gucken. Also das ist wirklich sehr, sehr stark davon abhängig, wie das in New York funktionieren wird mit Rodgers. Aber Und der Freundin von Belichick, also das wollen wir auch nicht vergessen. ganz wichtig. Ganz wichtig. Also, Ja. ich möchte Zuhören noch oder sagen? hinzufügen, dass ich es gesagt habe, falls es nachher eintrifft, dass ich mich darauf zurückberufen kann, dass ich es gesagt habe. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Jets dieses Jahr ein Win-It-All-Team sind, ne? Also, dass sie wirklich komplett durchmarschieren. Sie alles gewinnen. Kann ich mir vorstellen. Okay. Aber das hängt natürlich sehr auch auf den davon ab, wie der Verlauf der Saison ist mit Verletzungen etc. Aber ich hab ein Gut-Feeling, ich habe so ein Bauchgefühl. Okay. Das hat mich Das aber könnte ja auch schon am jetzt nicht gelassen. Wochenende schiefgehen, ne? Wenn sie das erste Spiel verlieren. Hast es gesagt, aber war dann halt nicht richtig. Wir gehen mal in Genau. den Süden. Könnte vielleicht die schwächste Division der gesamten Liga sein in diesem Jahr. Zumindest in der AFC, finde ich, ist es die schwächste Division. Trotzdem wird die auch einer gewinnen und dann in die Playoffs rücken. Lukas geht schon steil mit den Jaguars. Julian, nehmen wir die auf 1? Ist halt, ne? Ja, wahrscheinlich. Wenn dann Also ich Trevor wüsste nicht, Lawrence. ja, also die Jaguars haben eine Also. überraschend gute letzte Saison gespielt, in die Playoffs gekommen, dort dieses Mega-Comeback gefeiert. Also das war ja Es wird unglaublich. vor allem, die Saison wurde ja immer besser hinten raus. Ja, Das fing genau. ein Also bisschen harzig an und dann kamen die ins Rollen. Ich wüsste nicht, wieso diese Saison nicht noch besser werden sollte für die Jaguars. Also ja, wir haben ja gerade gesagt, eigentlich schwächste Division. Das, was wir gerade bei der AFC East besprochen hatten, mit starke Division, kein Team wird mehr als 4, 5 Spiele verlieren. Andersrum. Kein Team wird weniger als 5, 6 Spiele gewinnen. Ist hier so ein bisschen andersrum. Also Colts, Texans und Titans, alle drei irgendwie in den letzten Jahren ordentlich verschlechtert. Ich wüsste jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, wen ich da großartig auf 2 setzen sollte. Wahrscheinlich am ehesten noch die Titans, ja. Ich mache mal einen Vorschlag, wie ich es habe. Ich hätte jetzt so gesagt. Aber auch, du hast recht, das kann man wieder beliebig durchmischen. Genau, Lukas. also Platz 1 für mich nicht debatable in der Division, ganz klar. Also unstrittig, meint er. Genau. Ja. Wo ich sagen würde, ich denke, was wir ein bisschen unterschätzen, sind die Texans. Ich kann mir die sogar auf theoretisch auf Platz 2 vorstellen, mit CJ Stroud und dem sehr starken Running Game. Die Colts sehe ich auch ganz unten. Also zwischen 2 und 3 Texans, Titans wäre ich mir unsicher. Aber ich glaube, dass die so ein bisschen Sleeper hier auf jeden Fall die Texans sind. Okay, jetzt machen wir die AFC zu, dann wir haben ja noch die NFC vor uns. Das heißt, in die Playoffs kommen die Cincinnati Bengals, die Kansas City Chiefs, die Buffalo Bills und die Jacksonville Jaguars als Divisions-Champions sowieso. Und dann brauchen wir noch die drei Wildcard-Teams, also drei weitere. Da sind wir uns, glaube ich, bei den Jets einig, dass die mit reinkämen auf jeden Fall. Ich sehe nicken, das ist okay. Dann nehmen wir die Chargers mit dazu. Da können wir, Auf glaube jeden ich, Fall. könnten wir mit leben. Und jetzt ist die Frage, wen noch? Wir haben ja jetzt hier noch ein breites Feld. Was glaubst du, Julian, wer wird der Dritte?
Wildcard-Teilnehmer? Aus dem Feld heraus hätte ich gesagt, es würde mich sehr überraschen, wenn die Ravens nicht in die Playoffs kommen, in der Baltimore, Konstellation. okay. Lukas? Das Team ist zu stark. Lukas? Lukas auch Baltimore? Ja, gehe ich mit. Dann gehe ich mal einen kleinen Außenseiter, ich sage, die Dolphins schaffen es noch. Wäre jetzt mein Second Guess wenn gewesen. Tua fit bleibt. Ja. Wenn er fit bleibt, das wird mal gucken. Gut, also AFC steht soweit. Jetzt gehen wir auf die andere Seite der Liga, auf die NFC. Da muss jetzt irgendeiner von euch, glaube ich, das zurecht zoomen. Ich mach das. Dann haben wir dasselbe Spielchen nämlich wieder. Oh, jetzt sind sie sogar größer. Die sind jetzt größer als vorhin bei mir. Oder täuscht mich das? Das dürfte täuschen. Also bei mir ist es gleich groß. Okay, bei mir sind es jetzt groß. Ist okay. Da haben wir dasselbe Spielchen wieder. Fangen wir wieder im Norden an, würde ich sagen. Und habe schon gesagt, Julian darf die NFC eröffnen. Wir haben die Minnesota Vikings, die Chicago Bears, die Green Bay Packers. Herr Lukas war das mal Auszeit. Und die Detroit Lions, die ja bereits jetzt führen. Wenn jetzt die Saison zu Ende wäre, wären die Detroit Lions Champion, weil sie die einzigen sind, die schon ein Spiel gewonnen haben. Immerhin. Gewinnen sie denn auch die Gruppe? Julia. Ist möglich, durchaus. Aber ich habe noch einen anderen, um ehrlich zu sein, den ich noch vorne dran sehe. Ich persönlich, ich fange jetzt einfach mal an. Also die NFC North, für mich ein relativ klarer Kandidat für den Division-Sieg sind die Minnesota Vikings auf jeden Fall. Die habe ich auch vorne. In den letzten Jahren konstant geliefert haben, wobei gut, vielleicht mit einem Aussetzerjahr, aber sonst eigentlich meistens in den Playoffs gewesen. Würde mich überraschen, wenn es nicht funktionieren würde. Die haben bis auf das letzte Playoff-Spiel eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Und immer Man noch hat ein aber sehr immer bis aufs konstantes letzte Team. Playoff-Spiel eine gute Saison gespielt. Das ist ja immer das Ding, ne? Weil ja, aber das war eine, ich spiele damit eigentlich auf diese schlechte Leistung. Also es war jetzt keine, es war eine speziell schwächere Leistung gegen die New York Giants in den Playoffs. Deswegen habe ich das gerade hervorgehoben. Aber genau, die Vikings sehe ich auf jeden Fall am ehesten auf Platz 1, mit starker Konkurrenz, aber von den Lions und von den Packers. Die Frage ist halt nur, was auf 2, was auf 3, wahrscheinlich eher die Lions auf 2 sogar dieses Jahr und die Packers auf 3. Die Packers müssen sich noch ein bisschen finden, Aaron Rodgers ist weg, jetzt muss Jordan Love starten, der kann sich jetzt endlich mal beweisen, nachdem er 3 Jahre, glaube ich, jetzt schon bei den Packers ist oder 3 Saisons und noch nicht zum großen Einsatz gekommen ist. Also er hat vielleicht mal ein Spiel gestartet, weil Rodgers verletzt war oder so, aber sonst ist er nicht in Zug gekommen. Und er war ja auch ein First-Round-Pick. Interessanter Fakt vielleicht dabei, Rodgers hat ja auch 3 Jahre lang als Backup gedient und hat dann angefangen. Hat ja in der Brett Favre gesessen und hat zugeschaut richtig. Und gelernt von genau. den ganz Großen. Und vielleicht könnte das genauso ausschlagen mit Jordan Love. Ich wäre da aber vorsichtig, weil es ist selten, dass sowas passiert. Der hat zu lang auf der Bank gesessen, da wurde zu lange ein bisschen kalt gelassen. Deswegen, ich glaube, dieses Jahr die Lions auf jeden Fall auf 2. Und die Packers Chicago auf 3. Bears mit Justin Fields, da geht nicht die viel. Bears, ja gut, man muss sagen, die Bears haben eine gute Offseason gehabt, haben sich gut verstärkt, haben den First Overall Draft Pick ja an die Panthers abgetreten und haben da ja guten Gegenwert bekommen. Mit, stimmt, die waren ja letztes Jahr das Picks. Schlechteste Team der Liga, die Chicago Bears. Ja. Mit guten Picks, Spielern, die sie gekriegt haben von den Panthers. Also das war schon ein sehr, sehr guter Trade für die Chicago Bears. Stehen auch besser da als letztes Jahr in meinen Augen. Also die werden sicher nicht nochmal das schlechteste Team Was sein. Was nicht so schwer ist, Ja, und aber sie werden noch mindestens ein Jahr brauchen, um da wieder in Richtung Playoffs mitspielen zu können. Da sehe ich noch nicht, wie das dieses Jahr schon funktionieren soll. Justin Fields wird sich verbessern. Hat jetzt auch nicht die er muss ja auch irgendwann beste mal langsam. Saison gehabt. Er muss langsam, auf jeden Fall. Ja. Und das ist der NFC North. Also diese Reihenfolge sollte es am Ende werden, meiner Meinung nach. Sagt das Lukas? Geht er mit? Nee. Okay. Ich mach mal hier einen. Du kannst gerne variieren. Ich mach mal hier, ich sag die Lions auf 1, die Bears auf 2. Alter! Die Vikings auf 3 und die Packers auf 4. Ich erkläre auch, warum. Okay. Lions, einfach, wenn die so starten, wie sie jetzt gestartet sind und da weitermachen, wo sie aufgehört haben letztes Jahr. Ich denke, die Division wird einfach nicht so stark. Deswegen wird der erste Platz leichter zu bekommen sein als in anderen Divisions. Chicago Bears mit DJ Moore, Justin Fields, die sind eingespielter als vorher. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, schon gesagt, dass ich mir nicht sicher bin, ob er ein Franchise-Quarterback ist oder nicht. Ich denke aber dadurch, dass die Division einfach nicht so stark sein wird, werden die sich auf Platz 2 rangieren. Ich denke, die Vikings werden über die Wildcard eventuell reinkommen.
Das klären wir gleich noch, aber Aber auf Kirk drei, Cousins, das ist ja schon also viel. wir haben nur Justin Jefferson, die haben Adam Thielen abgegeben, die haben Dalvin Cook abgegeben, die haben in der Defense Eric Kendricks abgegeben, die haben sehr viele Key Player abgegeben an andere Teams. Ich muss ehrlich sagen, dass ich in der Preseason nicht viel gesehen habe, wobei das auch nicht immer aufschlussreich ist. Also Green Bay für mich großes Fragezeichen, deswegen erstmal weiter nach unten sortiert. Ich denke, Lions und Bears werden für sich Platz 1 und 2 in der Division untereinander ausmachen. Wie gesagt, Vikings eventuell Wildcard, aber ich, ja, also Ich bin mal gucken. gespannt. Okay, dann darf Lukas jetzt den ersten Zug machen in der NFC East. Jetzt will ich aber mal sehen. Ich sag mal noch gar nichts. Das wird Ich jetzt würde eh lieber, wieder wild. ich würd gerne den zweiten Zug in der NFC East machen. Den ersten überlasse ich Okay. gerne euch. Ich möchte den zweiten machen. Ja, dann Julian, mache ich dann hau mal doch weiter raus. einfach. Ja, klar. Gut, in der NFC East haben wir ja den Super Bowl-Teilnehmer aus Philadelphia, die Eagles. Richtig. Die ich in dieser Viererkonstellation auch immer noch leicht auf 1 sehe. Ich glaube, sie werden nicht so dominieren wie letztes Jahr, das sehe ich nicht ganz. Da haben sie auch, glaube ich, ein paar Spieler verloren, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich sehe sie immer noch als stärkstes Team, gerade mit Jalen Hurts, der eine Hammer-Saison gespielt hat und der wird auch wieder liefern, da bin ich mir sehr sicher. Auf 2 fängt es schon an, schwierig zu werden. Die Giants haben auf der einen Seite eine starke letzte Saison gespielt, in den Playoffs gewesen. Da in die. Oh, jetzt wird's absurd hier. Lukas übt nur, glaube ich, das gilt noch nicht Nee, für nee, alle. ich Ah, hab ja okay. gesagt, ich möchte die zwei haben. So, ich habe jetzt hier Ach mein so, Statement gesetzt. sorry, tut mir leid. Mach Naja, du alles weiter. gut. Übernehmen du. Ich Ach, das glaube, die meintest du mit. Commanders, Ah, okay, jetzt habe ich auch ja. verstanden, ja. Also Platz 2 sozusagen. Ich glaube, die Commanders mit Ron Rivera als Head Coach, mit ihrem Backfield, was sie haben. Klar, mit dem Quarterback nicht so ganz klar, aber ich glaube, dass die Commanders underrated sind dieses Jahr, und glaube, dass die auf Also Platz 2 landen in unterschätzt. der Division. Ja. Süße, die hab ich auf dem letzten Platz bei mir. Also, ich persönlich hätte sie jetzt auch auf den letzten Platz gesetzt, Ja, da aber sind auch wir halt nur. mehrheitlich, sind wir uns auch einig. Also, sind ja alles Hot Takes hier. Wir Also, ich meine, brauchen das ja ist ja. Platz hier für die Mitte, ne? Also, Aber es sind ja alles sag mal, nur. Julian, Giants oder Cowboys? Wer kommt dann auf Ja, das zwei? ist die Frage. Ich hab ja gerade angerissen, die Giants eine starke letzte Saison gespielt. In die Playoffs gekommen, Divisional Round gespielt. Ich sehe sie trotzdem knapp hinter den Cowboys. Ja, ich auch. Kann ich Ja, jetzt klar, ehrlich gesagt nicht ganz begründen. Trey Ist so ein. Lance wird bei den Cowboys durchstarten und die 49ers werden sich in den Arsch beißen, dass sie ihn haben gehen lassen. Der wird eine Mega-Explosion haben diese Saison. Naja, Das gut, glaube ich wirklich. da steht ja noch ein Bitte? Deck, da steht ja noch ein Deck Prescott Dak vor Prescott macht ihm. zwei, drei Spiele und damit gewechselt und dann gewinnen die alles. Ja, also Das es ist ein fürchte ich bisschen so ein, tatsächlich. ist jetzt ein bisschen so ein wichtiges Jahr auch für einen Dak Prescott und die Dallas Cowboys. Und Trey Lance. Ja, natürlich. Naja, Aber gerade auch persönlich für einen Dak Prescott, der immer keine Konstanz gefunden hat. Mal spielt er wirklich solide und denkst, er ist einer der Top 10 Quarterbacks der Liga. Und dann hat er mal Spiele, wo du meinst, ja, was ist das? Was ist das für eine Interception? Was soll das? Ich denke trotzdem, dass die Cowboys einen leicht besseres Roster haben als die New York Giants. Also Roster ist die komplette Mannschaft. Genau. Deswegen Cowboys auf 2, Okay, gut, Giants auf lassen wir 3. es so, aber mit den Eagles an 1 sind wir uns zumindest ja einig. Wir gehen in den Süden. Da haben wir jetzt die Saints drin. Jetzt haben wir vorhin den Julian zuerst die Gruppe der Chargers picken lassen. Dann darf jetzt der Lukas mit der South anfangen, wo die Saints drin sind. Wo setzt du denn Julians Truppe hin? Boah, auch eine sehr, sehr wilde, schwierige Okay, das könnt ihr nicht Division. jedes Mal jetzt sagen. Ich brauche hier Fakten. Das Also sind dadurch, dass alles die sehr, sehr schwere Saints Gruppen. sich Derek Carr geholt haben und Chris Olave, auch einer der, ich sehe nicht sogar Offensive Rookie of the Year geworden letztes Jahr oder am Nee, nee, zweiten Platz nach Garrett Wilson. tatsächlich sogar gar nicht in der Top 3 gewesen. Also in der offiziellen Okay. Wertung. Er Also, hat mich genauso verwirrt, aber muss man nicht drüber diskutieren. Also er ja. war auf jeden Fall einer der Top-Receiver der Rookies Ja, letztes Jahr, also muss man ich festhalten. sehe die Saints schon auf der 1. Sehr solide Defense seit Jahren. Sehr solide Offense, auch jetzt, wo Kamara wieder zurück ist. Also ich sehe die Saints schon auf der 1. Dicht gefolgt von den Panthers. Auf der 2. Wir müssen gleich Und reden. dann sehe ich die Falcons auf der 3 und die Bucks auf der 4. Mit Baker Mayfield als Quarterback.
Ich hab Atlanta Falcons bei mir klar auf der 1, muss ich gestehen. Julian, hilf mir. Ja gut, du Ui. bist befangen. Ich finde, das ist das kompletteste Team in der Gruppe. Da muss ich dir tatsächlich absolut widersprechen. Dafür bist du Finde ich hier, ja. nicht. Finde ich nicht. Okay. Ich finde die Falcon, also gut, fangen wir erstmal von vorne an. Ich stimme mit der Reihenfolge eigentlich überein. Also würde ich genau so sehen. Saints 1, Panthers 2, Falcons 3, Bucks 4. Warum die Saints auf der 1? Ohne jetzt mal ohne Fanbrille, ne? Ich muss da ein bisschen differenzieren. Ich finde, dass vor allem die anderen drei Teams jetzt sich nicht wirklich verbessert haben über die Offseason hinweg. Gerade die Bucks, die sich vor allem verschlechtert haben. Natürlich Tom Brady verloren, logischerweise. Jetzt Baker Mayfield, das ist natürlich auf jeden Fall ein Downgrade, da muss man gar nicht drüber diskutieren. Das ist richtig, ja. Ich finde, wir stehen vor allem oben, weil wir einen Großteil des Teams halten konnten, jetzt über die letzten Saisons auch. Und immer noch eine gewisse Qualität haben. Wir haben jetzt die letzten zwei Saisons nicht die Playoffs erreicht. Waren jetzt aber auch keine katastrophalen Saisons, ja, wo man jetzt sagen würde, okay, drei oder vier Spiele nur gewonnen, ja, das waren alles mittelmäßige Saisons, ja, wo es halt nicht für die Playoffs gereicht haben. Jetzt Derek Carr geholt, endlich mal wieder ein klarer QB1. Das hat uns ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren, nachdem Drew Brees weg ist, Also Nummer eins weggegangen ist. Quarterback. Genau, eine klare Nummer 1. Derek Carr hat sich oft genug bewiesen in der NFL, ist vielleicht kein Top 10 Quarterback, aber er gehört auf jeden Fall zu den Besseren. Und diese gewisse Konstanz auf dieser Position, die hat uns in den letzten Jahren immer gefehlt, in den letzten beiden Saisons. Und das ist gut, jetzt wieder zurückzuhaben. Und ich glaube, wenn er liefert, dann ist er auch der beste, also relativ klar der beste Quarterback in der Division. Und deswegen sehe ich da auf jeden Fall eigentlich schon uns auf der 1. Gerade auch, wenn die ganzen Komponenten funktionieren, wenn das Verletzungspech wie die letzten Jahre halt mal nicht einschlägt, dann traue ich uns Platz 1 in der Division. Jetzt vielleicht nicht mit dem besten Rekord, aber vielleicht mit so einem 10 zu Es 7 ist ja oder völlig egal, ne? Platz 1 heißt 11. Playoff-Teilnahme, Genau. egal wie gut oder schlecht du da stehst. Vielleicht 10-7, vielleicht 11-6, sowas in die Richtung. Das wird mir auch absolut reichen. Dahinter die Panthers. Die haben einen relativ großen Schritt auf jeden Fall gemacht. Bryce Young ja gedraftet, an 1 geholt, habe ich ja vorhin schon gesagt. Die Bears haben ja da ihren Pick an die Panthers getradet. Haben da quasi die bestmögliche Rookie-Lösung auf der Quarterback-Position gekriegt, würde ich fast sagen. Und ansonsten haben die Panthers sich auch anderweitig sehr, sehr stark verstärkt auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Qualität in den Kader geholt und die werden, glaube ich, viele überraschen. Ich würde es jetzt nicht sicher auf Platz 2 sehen. Ich glaube, da könnten die Falcons oder die Bucks vielleicht ein bisschen überraschen. Na doch, lass sie auf Platz 2, lass sie auf Platz 2. Ist okay. Ich Also dachte, ich ich hole denke vielleicht auch, für die ja, Falcons aber zumindest noch die 2 raus. ja, doch, doch. Der Jochen hat mich auch überzeugt. Ich denke auch, Okay. dass mit dem Pick von Bijan Robinson einfach dieses Heavy Run Game, was sie haben. Auch ein Top-Tight-End. Ich denke auch, ich korrigiere mich. Ich sehe die auch auf der 2. Ja, zu den Falcons hätte ich jetzt gesagt, also da gehe ich, wie gesagt, nicht ganz mit euch mit. Ich bin der Meinung, dass die, ja klar, du hast gerade gesagt, Bijan Robinson, Heavy Run Game, die haben mit Tyler Allgeier, glaube ich, einen Running Back gehabt, der letztes Jahr Rookie war, auch für 1000 Yards gelaufen. Ja, Eigentlich als Cordarrelle neutraler Patterson. Betrachter, Und Cordarrelle Patterson, Ah, der Patterson Do-It-All. natürlich, aber der ist ja sowieso Joker und was weiß ich, der spielt ja gefühlt Wide Receiver, Running Back, Alles. Tight End, alles. Also, ja, klar, also schon mit Team ausgerüstet mit guten Spielern, ohne Frage. Aber ich finde, Rookie Quarter, also nicht mehr Rookie Quarterback jetzt, aber der Desmond Ridder spielt ja als QB1 für die Saison jetzt. Einer, der mich letztes Jahr noch gar nicht überzeugt hat. Ich bin halt der Meinung, dass das Passing Game einfach bei den Falcons nicht funktionieren wird. Ich sehe das nicht ganz, wie Ja, das mit wir lassen den. uns mal überraschen. Also sagen wir mal hier Falcons und wir haben ja noch den Westen, den dürfen wir gar nicht unter den Tisch fallen Ja. lassen. Wir haben die Falcons und die Panthers auf 2 oder 3, das kriegen wir doch irgendwie ausgeknobelt. Wie auch immer, da sind wir uns nicht einig. Lassen wir mal so stehen, würde ich sagen. Ja, aber insgesamt kann man sich so ein bisschen drauf einigen. Also, es ist eine Division auf Okay. jeden Fall, die auch viel Überraschungspotenzial hat, ohne Frage. Im Gegensatz zur Western Division, denn da sind wir uns, glaube ich, jetzt gehe ich mal in die Vollen. Darf ich die Jetzt Arizona kommt's. Jetzt Cardinals auf den kommt's. vierten Platz schieben? Da sind wir Ja. uns, glaube ich, doch alle einig. Das ist ein Team, was sich gerade total abgeschafft hat. Die haben alles weggegeben, was sie noch irgendwie hatten, was laufen konnte, müssen irgendwie jetzt dieses Jahr überstehen und dann im Draft Anfang nächstes Jahr sich eine komplett neue Mannschaft zusammenzustellen.
Und die werden diese Gruppe als letzter beenden. Vielleicht haben sie Glück und gewinnen ein, zwei Spiele, aber mehr ist doch da nicht mehr drin. Kyler Murray ist noch verletzt und den Rest haben sie eigentlich nicht mehr im Kader. Gefühlt. Darauf kann man sich definitiv einigen. Also die Cardinals, wenn ich mich auf ein Team festlegen müsste, was auf jeden Fall zu den, sagen wir, vier oder fünf schlechtesten Teams der kommenden Saison gehören wird, dann sind es auf jeden Fall die Arizona Cardinals. Hast du ja Ich gerade sag, schon perfekt ich sag, ich begründet. sag, was zu den eins schlechtesten Teams der kommenden Saison gehört. Gegebenenfalls der Favorit, ja. Da sind sie dabei. So, Lukas geht mit, ne? Platz 4, da sind wir uns einig, ne? Okay. Ja. Und ich sehe auch nicht weit davor entfernt, ich persönlich sehe die Rams jetzt nicht weit mehr davor, weil da ist ja auch jetzt wirklich alles verblasst, was noch vor 2 Jahren geglänzt hat. Das war letzte Saison schon echt nicht gut. Und die sehe ich jetzt hier auch nichts mehr reißen. Ich, für mich persönlich, ich bin ja in der Division jetzt hier noch am involviertesten von uns, für mich wird es dieser Zweikampf 49ers und Seahawks vorne werden, wie letzte Saison auch. Und die 49ers werden den aber gewinnen, weil zwar D'Amico Ryans verloren gegangen ist als Defensivcoach, was ein großer Verlust ist, aber trotzdem die Mannschaft noch stark genug ist, um das aufzufangen. Und ich sehe uns hier diese, ich bin sehr optimistisch diese Saison. Die Division werden wir gewinnen und dann schauen wir mal, was in den Playoffs drin ist. Lukas schüttelt den Kopf, ich habe Angst. Also klar, Christian McCaffrey, einer der wertvollsten Running Backs in der Christian Liga. McCaffrey, Deebo Samuel, zähl sie alle auf. Brandon Ayuk, das sind doch alles Leute, die bleiben, die sind fit. Nick Ja, aber Bosa ist die. jetzt doch wieder da und wenn der Also ich wieder meine, drin Geno ist. Smith hat letztes Jahr irgendwie für 4.000 Yards geworfen. Ja, letztes Jahr, genau. Also ich sehe die Seahawks auf Platz 1, aber ich sehe den Kampf auch sehr, 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 sehr knapp zwischen San Francisco und Seattle. Es wird ein sehr, sehr enges Ding, aber ich glaube, dass die Seahawks sich mit ihrem Run Game, mit ihrem Pass Game, mit ihrer Defense durchsetzen werden. Julian, löse es auf. Es ist in der Tat sehr, sehr schwierig. Das wird ein Unterschied sein von einem Spiel maximal, schätze ich mal. Aber ich sehe die 49ers trotzdem knapp vorne. Deswegen packe ich die Seahawks wieder auf 2. Es ist schwer zu begründen, weil beide Mannschaften sind echt absolut mit Talent gefüllt. Da kommst du gar nicht mehr aus dem Schwärmen eigentlich. Da sind so viele Spieler dabei. Ich bin mir auch sicher, bin mir auch zu 99% sicher, dass wenn diese Konstellation so kommt, also Seahawks auf 1 und 49ers auf 2, beziehungsweise umgedreht, dass beide auch in den Playoffs spielen werden. Dazu kommen wir ja gleich noch mit den Wildcard-Teams. Aber ich sehe die Genau. 49ers trotzdem knapp vorne. Ist ein bisschen die Frage, wie sich Brock Purdy in seinem zweiten Jahr schlagen wird und wie er von seiner Verletzung zurückkommt. Davon Das hängt noch ist sehr, sehr viel ab tatsächlich. genau das Ding. Ist er wieder der Alte? Er hat jetzt ja Genau. zuletzt wieder Anzeichen gezeigt, dass er wieder einigermaßen in der Reihe ist. Aber ob er nochmal diese, also Brock Purdy, ihr habt es auf dem Kanal hier ja lange mitbekommen, auch der ja in der letzten Saison als dritter Quarterback dann rein, weil die ersten beiden sich verletzt haben und dann plötzlich blühte sein Stern auf. Der war im Draft der letzte Spieler, der gewählt wurde und dann plötzlich war er ungeschlagen bis in, ja, kurz vor dem Super Bowl. Und jetzt war er verletzt am Ellenbogen, ist wieder da und das muss man halt jetzt sehen. Es gibt ja durchaus Spieler, die kommen zurück von so Verletzungen und sind eben nicht mehr die Alten, die sie vorher waren. Wenn er zu dem alten Niveau zurückfindet, dann haben wir eine sehr komplette Mannschaft zusammen. Aber das werden wir halt sehen im Laufe der nächsten Wochen. Aber ich gehe da auch mit, dass ich sage, die beiden Teams hier sind klare Playoff-Teilnehmer, Seattle und San Francisco, egal in welcher Reihenfolge. Wir haben jetzt auch die Saints, die Eagles und die Lions in den Playoffs drin bei unserer Konstellation hier. Wen nehmen wir noch mit ins Boot? Jeder darf noch einen aussuchen. Fünf haben wir. Lukas, einen für dich. Also Falcons, du hast Cowboys. 49ers, Seahawks schon gesetzt, ne? Also von den Seahawks sind Okay, beide drin. alles New klar. Orleans, Philadelphia und Detroit auch. Es darf jeder noch einen aussuchen von euch. Ja, okay. Julian, Das bitte. zweite Team aus der NFC East, also wer auch immer Zweiter wird, in dem Fall dann die Cowboys, hätte ich gesagt, kommt Cowboys, noch in die okay. Wildcard-Runde. Und ansonsten, boah, Der es ist. andere, Luca, der andere, wer darfst du dich sagen? Commanders. Ah, ja, stimmt, die hattest du ja oben gesehen, richtig, hier nämlich. Das heißt aber, die NFC East ist unserer Meinung nach stark vertreten in den Playoffs und bei den anderen beiden hier North und South kommt dann wirklich nur der Champion durch. Könnte ich mir vorstellen, ja.
Gut, das werden wir sehen. Jetzt haben wir erstmal 4 Monate vor uns, in denen das Ganze bespielt wird. Ihr könnt es aussehen, wenn ihr wollt, und zwar auf verschiedenen Wegen. Zum einen, ganz wichtig in Deutschland sind ja die Übertragungsrechte gewechselt von ProSieben und RAN rüber zu RTL, die ab sofort übertragen. Das Konzept bleibt das gleiche. Sonntagabend, 19 Uhr geht's los mit Spiel 1, danach um 21:15 Spiel 2 im Free TV. Dazu gibt es noch ein drittes Spiel auf RTL Plus. Da muss man, glaube ich, bezahlen, soweit ich weiß. DAZN ist wieder am Start, zum einen mit der Red Zone, das ist die Konferenz mit englischem Originalkommentar. Dazu gibt es die Endzone, das ist die Konferenz, dieselbe, nein, ist eine andere Konferenz, haben wir ja festgestellt, weil die einen Regisseur haben, mit deutschem Kommentar. Und auch da noch ein paar ausgewählte Spiele mit dabei am Abend und vor allem bei der Zone auch sämtliche Nachtspiele, also Donnerstagnacht, Sonntagnacht, Montagnacht, wann auch immer, da Freitagnacht wird manchmal gespielt, Thanksgiving wird Donnerstagnacht, Donnerstag Spätabend, das gibt es alles auf der Zone dann zu sehen. Auch am nächsten Morgen kann man sich nochmal angucken, dann Real Life, wenn man es verpasst hat. Den Game Pass, den es früher gab, den gibt es so nicht mehr. Der ist jetzt integriert im der Zone-Angebot. Wer den haben möchte, kann dann wirklich alle Spiele einzeln gucken. Da kriegt man ja als DAZN-Kunde nochmal ein Drittel Rabatt, soweit ich weiß. Aber das ist wirklich, glaube ich, für die ganz Harten an der Stelle. Ich bin persönlich ja ein großer Konferenz-Fan, werde also auch diese Saison wieder mit der Red Zone verbringen, weil man da einfach gut unterhalten wird, weil immer was los ist, weil die nervigen Werbepausen einfach übergangen werden, weil man zum nächsten Spiel rüberschaltet, wo wieder was los ist. Das fände ich immer ganz, ganz brauchbar. Ja, aber wie gesagt, auch im Free TV, wer jetzt keine Zone hat, ihr werdet bei RTL versorgt werden. Die Crew ist dieselbe, die eigentlich, naja, dieselbe nicht ganz, aber große Teil der Crew sind von RAN einfach rübergewechselt und sind noch oder wieder mit dabei. Da habt ihr, glaube ich, ein paar vertraute Gesichter vor Ort. Und natürlich hier auf dem Kanal werde ich euch jede Woche auf dem Laufenden halten, wie es ausschaut. Das muss ich noch überlegen. Wahrscheinlich Mittwochs wird der NFL-Tag sein, wo ich dann immer aufs Wochenende zurückgucke, wenn dann auch diese Monday-Night-Spiele rum sind. Und dann können wir den Spiel da mal Revue passieren lassen. Und dann sehen wir drei uns wieder im Januar idealerweise zu, also wer weiß, was dazwischen kommt noch bei dem einen, aber sagen wir mal, Teile von uns sehen sich wieder hoffentlich im Januar zu Vorschau dann auf die Playoffs. Und da wird es dann richtig interessant, wenn es um den Super Bowl geht. Zum Abschluss hätte ich gerne von jedem einfach aus der Pistole geschossen schon mal die Super Bowl-Paarung eurer Meinung nach. Wer wird es sein? Ich kann gerne vorlegen, Kansas City Chiefs gegen Philadelphia Eagles haben wir wieder dieses Jahr, meiner Meinung nach. Ich sehe das nochmal kommen. Julian. Boah, jetzt werde ich ins kalte Wasser geworfen. Boah, dafür aus bist du hier. der AFC. Ja, wahrscheinlich die Chiefs, wenn sie das aufs Feld kriegen, was sie die Jahre aufs Feld bekommen haben. Ansonsten vielleicht die Bengals mal wieder, Einer gegebenenfalls. festlegen. Ich will jetzt Chiefs. hier zum Schluss Chiefs. knallhart. Chiefs Dann die gegen. Chiefs gegen. Wen nehmen wir aus der NFC? Das ist immer die große Frage. Es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Okay, Julian, denk nochmal kurz nach. Ich Der denke nochmal Lukas haut kurz schon mal nach. Ich denke raus. nochmal kurz nach. Lukas haut schon mal raus. Wer Ich ist wünsche mir Super den Bowl? grünen Super Ja, Bowl, nicht und zwar wünschen, oder was kommt? Wünschen tue ich mir die 49ers, aber die werden es nicht schaffen. Glaube ich. Jets-Eagles. Jets gegen Eagles, das wäre der grüne Super Bowl. Oh, Rodgers gegen die Eagles dann. Kurz Julian, und haben wir knapp, was? ich nehme die 49ers. Es würde mich so freuen, wenn du hier der beste Experte von uns allen wärst. Aber Chiefs 49ers hätte natürlich auch noch Charme. Das wäre dann nochmal ein Rematch von einem Abend, den ich schon wieder vergessen habe. Weiß nicht, was da passiert ist. Aber wir werden es sehen. Es sind noch ein paar Monate Zeit. Ich wünsche euch da draußen jetzt ganz viel Spaß in den nächsten Wochen beim Gucken, wenn ihr Lust habt auf Football. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Hiersein und fürs Expertisen abgeben. Wir werden am Schluss mal sehen, wie wir da so im Rennen liegen. Ansonsten beim Frühsport gibt es morgen wieder eine ganz normale Ausgabe. Das ist egal, wann ihr das hier guckt, es gibt morgen eine ganz normale Ausgabe. Das ist die gute Nachricht. Mit tagesaktuellem Sport und dann schaut einfach da wieder rein. Der Lukas Wöllner hat sich noch gemeldet, wie putzig. Ich habe noch eine Empfehlung. Und zwar, wer es nicht abwarten kann, den Sonntag zu genießen, morgen findet in Frankfurt das Ich muss dazu sagen, wir Playoff-Spiel. kommen, das Video kommt Sonntag raus, ne? Achso. Naja, also auf jeden Fall Wer habe gestern noch nichts genau. vorhatte. Wer Glück hatte, war am Samstag in Frankfurt und hat sich das Playoff-Spiel Galaxy gegen Berlin Thunder angeguckt. Und da bin ich persönlich sehr invested, weil ich auf beiden Seiten Leute kenne, die da spielen und coachen. Und wer da war, hallo.
Ansonsten, ja. Und in der Montagsausgabe werde ich ja dann auch erzählen, wie es ausgegangen ist. Wann immer ihr das guckt, das ist ja das Verrückte auf YouTube. Ihr Absolut. könnt das ja gucken, wann immer ihr wollt. Also er sprach jetzt von dem Samstag, den 9. September. Nicht, dass wenn ihr das Video in 3 Wochen guckt und euch wundert, was war gestern für ein Playoff-Spiel. Da sind wir auf den 9.9. bezogen gewesen. Gut, jetzt hören wir ja auf, machen dicht. Danke fürs Zugucken euch. War ein langer Tag. Morgen wird es wieder kürzer, aber dafür nicht so speziell wie heute. Dankeschön fürs Zugucken und bis bald.